Alter, wo ist der nächste Helikopter? Wow, Bro. Yo! Ne, 1 gegen 1. Thanos gegen den Panzer. Bam. Alter, Wahnsinn. Jo, Leute, was geht? Heute gibt es auf jeden Fall wieder eine weitere Episode mit der Thanos-Mod in GTA 5. Und heute habe ich mir gedacht, Leute, machen wir so ein kleines Experiment. Und zwar habe ich natürlich wieder die 10-Sterne-Mod in GTA 5 installiert. Und die werden wir mal in Kombination mit Thanos benutzen. Deswegen werden wir heute versuchen, Freunde, 10 Sternen mit Thanos in GTA 5 zu entkommen. Ob das Ganze möglich ist, werdet ihr in diesem Video erfahren. Ich hoffe, euch gefällt diese Episode. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Checkt meinen zweiten Kanal aus. Hier kommt ihr zum letzten Video. Vergesst den Creator-Code IDNight nicht, Freunde. Danke für euren Support. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum Video. So, Freunde, wir sind natürlich wieder am Start hier mit Thanos. Ihr habt die letzte Episode so unglaublich gefeiert. Wirklich, Leute, danke für euren Support. Ich dachte nicht, dass es so krass bei euch ankommt, aber es kam wirklich mega, mega gut an, diese Thanos-Mod. Aber es ist natürlich auch eine der besten Mods, die ich jemals in GTA 5 gespielt habe. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, den letzten Teil. Man kann einfach alles machen, Leute, mit den Infinity-Steinen. Man kann in die Luft gehen und so eine richtige Bodenattacke machen. Moment. Und direkt haben wir schon 2 Sterne. Also das fängt schon mal ganz gut an. Wir müssen jetzt erstmal 5 Sterne erreichen. Und nach den 5 Sternen werden wir dann schnell zu den 10 Sternen springen, Leute. Denn dann wird wirklich jeder und alles und jeder wird uns auf Jagd machen, Leute. Wird auf uns Jagd machen. Und oh mein Gott, Alter, das... Warte, wir müssen mal ein bisschen Action machen hier. So, wir machen mal... wir machen mal aus euch jetzt Tiere. So. Alter. Yo, Alter, ist so ein riesiger Wal. Okay, aber die größte Action machen wir natürlich, Leute, mit dem Machtstein. Oder welcher ist es? Ich glaube, das ist der Machtstein. Oh, okay, 3 Sterne sind schon mal am Start. Das ist gar nicht schlecht. So, wo ist die Polizei? Wir gehen mal direkt hin. So, einmal hier. Hey, wo laufen Sie hin? Wo laufen Sie hin? Halt, stopp. Stopp. Achtung. So, Moment. Bäm, Junge. So, warte. Und... Alter, wie geil das ist. Krank. So, wann kriegen wir den 4. Stern? Wir müssen noch ein bisschen mehr Action machen. Das ist mir nicht genug. Das ist nicht genug Action, Leute. So, aus der Luft können wir attackieren. Alter, wir können aus der Luft sogar angreifen. Das wusste ich nicht. Dass das geht, das habe ich echt nicht gewusst. Okay, 4 Sterne sind aber am Start. So, komm. Die 5. Sterne muss gleich am Start sein. Weil noch ist halt alles mega ruhig. Ich glaube, wir sollten einfach auf den Highway gehen. Da ist, glaube ich, die meiste Action. So, wir kreieren dazu jetzt einfach ein schwarzes Loch. So. Ein bisschen geübt bin ich schon, Leute. Weil ich habe einfach privat natürlich noch mit dieser Mod weitergespielt. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Aber weil ich es übrigens vergessen habe, Leute, im letzten Video in die Beschreibung zu tun. Ich werde euch das Skript einfach, diese Mod... in die Beschreibung tun, könnt ihr gerne abchecken. So, komm schon, ich will die 5. Stern haben. Okay, was müssen wir tun für den 5. Stern? Komm. So, und... So, okay, Freunde, wir haben jetzt die 5 Sterne erreicht in GTA 5. Jetzt müssen wir nur noch den Counter auf 100 stellen. Und dann, so, 40... Eigentlich hätte Thanos schon längst 20 Sterne oder so verdient. Ganz ehrlich, Leute, der hätte wirklich schon viel, viel mehr. Bam, 90. Eigentlich muss jetzt wirklich alles und jenes, wirklich was hier auf dem Universum existiert, muss jetzt sich zusammen versammeln. So, ich glaube, jetzt haben wir ihn. Haben wir es? Ja, es ist aktiviert, Leute. 10 Sterne sind jetzt am Start. Ihr könnt es gerade sehen. Und da sind natürlich auf der Minimap schon die ganzen roten Fahrzeuge. Das sind nämlich die Armeefahrzeuge, die zusätzlich zu der Polizei noch dazukommt. Und die werden jetzt auch ein bisschen Action machen. Aber ich dachte mir, wir machen auch ein bisschen Spaß mit den Fahrzeugen. So. Nehmen wir mal mit. Und werfen das mal. Wo ist der Helikopter? Wo ist der nächste Helikopter? Wow, Bro. Ist der ein Panzer oder was? Oh, wow, Alter. Was ist denn hier los? Okay, das ist ein Insurgent. Komm schon, Insurgent, machen wir fertig. Wow. Alter, denn eigentlich ist der Insurgent wirklich ein gut gepanzertes Fahrzeug. Aber der hat ja gegen Thanos absolut keine Chance. So, warte, ich habe eine Idee, was wir mit diesen Fahrzeugen machen können. Wow! Okay, das war sehr wenig. Komm, mehr! Yo! Alter, was kommen da für Fahrzeuge plötzlich? Oh, den Buzzard-Kampf, Eli. Komm schon, wir müssen ihn aus der Luft erwischen. Nein! Ich glaube, wir haben ihn berührt. Ja, er ist bestätigt. So, komm.
Mit denen haben wir jetzt ein bisschen Spaß, mit denen trollen wir jetzt so ein bisschen. Was machen wir? Ich würde sagen, wir haben einen Meteoriten noch nicht geschmissen. So, komm. Ein Meteoriten für euch, Jungs. Passt mal auf. Hier. Oh mein Gott. Der lebt ja noch. Jetzt ist er kaputt. Aber ihr seht schon, die ganzen Fahrzeuge sammeln sich an. Und es hört auch nicht auf, die Fahrzeuge kommen ohne Ende. So, hier, mach mal weg hier aus dem Weg, Leute. Jetzt komm schon. Alter, der war weg. Der war ja komplett weg. Okay, ihr wollt was gegen Thanos machen? Macht mal erstmal was hier mit eurer Polizei hier. Ich werde jetzt gleich mit dem Infinity-Handschuh alle euch zerstören. Aber es ist noch ein bisschen zu früh dafür. Den werden wir gleich benutzen, Leute. Wenn es ein bisschen kritischer wird. Alter, Junge. Wo kommt der Buzzard-Kampfheli her? Junge, kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen? Alter, es eskaliert hier ein bisschen. Oh mein Gott, Leute. Wenn ihr jetzt auf die Minimap guckt. Ey, dieser Buzzard-Kampfheli, ne? Der nervt so unglaublich. Kann er mal bitte weg? Warte, ich muss den kurz mal in Wasser verwandeln oder so, weil ich habe jetzt keinen Bock. So, wo ist der andere? Muss der denn immer direkt über mir fliegen? Yo, das ist kein Buzzard, das ist ein Savage oder so. Oh mein Gott, es hört nicht auf. Ey, ihr seid mir echt ein bisschen zu viel. Das eskaliert mir ein bisschen. Ich würde sagen... Boah, ich habe die Idee. Ich habe die Idee. Wir verstecken uns ganz kurz auf dem Dach, Leute. Für eine Minute. So. Und jetzt warten wir einfach. Ich weiß, wir haben schon die Hälfte unserer Leben verloren, Leute. Thanos ist zur Hälfte besiegt. Aber egal, Freunde. Wir haben, glaube ich, so viel Leben, Gesundheit. Uns kann keiner stoppen. Außer die Helikopter. Die machen wir jetzt einfach noch fertig in der Zeit. Und wir warten einfach mal... Wow. Ich glaube, jetzt haben sich ein paar Fahrzeuge angesammelt. So, jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir springen hoch. So, und jetzt pass auf, Freunde. Jetzt pass auf. Das wird der größte Sprung der Welt. Okay. Yo! Hab ich sie wirklich getroffen? Alter, jedes Fahrzeug in der Nähe ist komplett verschwunden. Bam, Junge. Okay. So, jetzt... Bam! Alter, wie... Boah, Junge, der komplett zerfetzt wurde. Yo! Okay, da haben wir einen Panzer. Jetzt haben wir einen Panzer. Okay, das ist interessant. Kann Thanos in den Panzer einsteigen? Ne, 1 gegen 1. Thanos gegen den Panzer. Einfach ein 1 gegen 1-Duell. What? Was? Wir sind tot? Was? Wie ist das denn passiert? Ey, Leute, ohne Witz, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber wir haben verloren, ne? Also eigentlich, ich weiß nicht wie, aber die Explosion hat uns einfach komplett auseinandergenommen. Ich kann mir immer noch nicht erklären... Okay, wir müssen uns echt vor Explosionen schützen, weil die schaden unseren Thanos sehr. Aber nur nicht die, die wir selber verursachen. Ich glaube... Wow! Wow! Oh mein Gott. Ich glaube, alle Leute haben sich mittlerweile auch zurückgezogen, Leute, weil Thanos in der Stadt ist. Die haben sich gedacht, yo, ich bin raus, Leute, wir gehen erstmal weit weg. Oh mein Gott. Wer macht diese Explosion eigentlich? Das ist der hier. Okay, Leute, ich glaube, wir sollten uns jetzt langsam darauf gefasst machen, mal mit Thanos zu versuchen, den 10 Sternen zu entkommen. Sollte eigentlich ganz easy sein, obwohl, warte, wir gehen mal kurz zurück. Ich glaube, wir könnten jetzt mal kurz die Geheimwaffe verwenden, Leute. Jetzt kurz die Geheimwaffe verwenden. So, bam. Das ist am besten, Leute, mit Thanos einfach zu laufen und einfach alles und jeden hier. Seht ihr das? Oh mein Gott, der lebt ja noch. Warte, nicht mehr lange. Bruder, du hast dein Geld vergessen. Oh mein Gott, okay, okay, komm. Jetzt, Leute, wir werden jetzt die geheime Attacke benutzen. Jetzt einmal mal kurz mit den Finger schnippen. So, wer wird überleben, wenn nicht? Okay, einer fühlt sich nicht schlecht. I don't feel so good. Und er ist weg. Ach stimmt, ich habe die Leute noch gar nicht in Stein verwandelt, ne? Hier. Alle mal in Stein verwandeln. Alter, einfach... Oh mein Gott, können wir auch den Helikopter in Stein verwandeln? Jawohl, natürlich. Easy, Alter, easy. Das ist so schwer, ey. Die kannst du alle nicht loswerden. Das sind zu viele. Wir könnten kurz die Zeit anhalten. So, und jetzt mit unserem Aim. Stimmt, wir können die Zeit anhalten, ne? Das habe ich voll vergessen. Boah, der Zeitlupeneffekt ist schon sehr cool, muss ich sagen. Okay, jetzt müssen wir aber los, ey. Bruder muss jetzt ganz schnell los. Einmal hier zwei, komm, Fingerschnippen. Und jetzt weg hier, einfach weg. Einmal in Zeitlupe. Wow.
haben. Alter, Wahnsinn! Dieser Effekt. Die Frage ist, Leute, wie kann so ein 2-Meter-Koloss wie Thanos einfach verschwinden? Der macht ja überall Chaos. Praktisch jeder weiß ja, wo er ist. Das ist so, als würden wir so einen GPS-Tracker bei uns tragen. Oh mein Gott, wir müssen irgendwie entkommen. Können wir ins Wasser eigentlich? Yo! Thanos kann einfach ins Wasser. Er kann auch unter Wasser laufen. Oh! Oh mein Gott, ich habe die Idee. Ich habe die Idee. Warte mal. Ich wollte es schon immer mal ausprobieren. Aber jetzt so auf wie viele Fahrzeuge stampfen wir jetzt? Boah, Junge, das waren jetzt, keine Ahnung, 4? 4 haben wir getroffen. Der Buzzard kam, Feli. Komm. Ey, ich krieg ihn einfach nicht down. Es kommen wieder, immer wieder neue. Ey, den Helikopter kannst du einfach nicht zerstören. Der ist zu hoch. So, warte, der ist aber ganz weit nach oben. Ey, ich hätte wirklich gedacht, Freunde, das ist super easy. Aber es ist viel schwerer als normalerweise mit irgendeinem Fahrzeug zu entkommen. Weil Thanos ist so auffällig, macht so viel Krach und vor allem so viele Militärfahrzeugen. Okay, die 10 Sterne blinken, Freunde. Die blinken jetzt. So, das ist unsere Chance. Wer hat uns denn jetzt gesehen? Wer hat uns gesehen? Wisst ihr was? Wir können uns einfach in den Weinfeldern verstecken, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, da ist schon wieder ein Helikopter. Wir müssen weg. Oh. Ich gucke mal auf die Minimap. Ich gucke einfach nur noch auf die Minimap, Leute. Wer hat uns jetzt schon wieder gesehen? Wie kann der Typ uns die ganze Zeit sehen? So, okay. Jetzt sieht er uns nicht mehr. Oh. Wir müssen hier irgendwie weg. Das muss ja irgendwie anders gehen. Thanos kann nicht fliegen, ne? Habe ich auch gemerkt, dass Thanos einfach nicht fliegen kann. Wow, okay. Okay, ich verstehe echt nicht, warum die ganzen Militärfahrzeuge hier auf dem Berg spawnen. In der Luft. Direkt vor mir. Den 10 Sternen müssen wir doch irgendwie entkommen. Komm schon. Das ist unsere Chance. Es blinkt, es blinkt. Ey, das ist so unfair, ey. Der ist auch vor meinem Gesicht gespawnt. Wir müssen uns verstecken. Anders kann ich mir nicht erklären, wie man sonst entkommen kann. So, da ist der Alamosee. Okay, ich sehe echt nur die einzige Möglichkeit, wie wir entkommen können. Durch das Wasser, Leute. Mit Thanos einfach durchs Wasser. So, okay, wir sind jetzt hier drin. Ich war... Ah, Thanos kann nicht so lange die Luft anhalten, oder? Okay, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Sie sehen uns nicht, ne? Das ist schon mal gut. Und Lungenvolumen hat er auf jeden Fall auch. Okay, also wir müssen gleich wieder auftauchen. Wir müssen gleich wieder auftauchen. Das ist das Problem. Nein, 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 nein. Bitte dreh dich nicht zu mir. Oh mein Gott, wir müssen hoch, wir müssen hoch. Ah, nee, eigentlich nicht. Aber die Dreckshelikopter, die sehen uns die ganze Zeit. Oder nicht, keine Ahnung, ich bin verwirrt, ich bin ultra verwirrt, Leute. Wenn wir kommen? Okay, wir sind nicht gerade tief. Okay, jetzt nimmt Thanos Schaden, jetzt nehmen wir Schaden. Aber wir haben genug Leben, um das auszuhalten, komm. Also die Sterne blinken die ganze Zeit, ne, also. Oh mein Gott, wie viele Helikopter sind das? 3? 4? Die uns jetzt verfolgen? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht, warum es so schwer war. Aber... Freunde, bam, Junge. Oh mein Gott, nochmal die letzte Welle gemacht. Freunde, wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft, Leute. Mit Thanos sind wir jetzt endlich entkommen. Und wir haben schon wieder 2 Sterne. Ich glaub's nicht. Nee, Freunde, egal, Freunde, wir haben jetzt diese 2 Sterne. Ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, Leute. Wir sind 10 Sterne mit Thanos in GTA 5 entkommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr neu seid, Freunde. Kostenlos abonnieren, nicht vergessen. Checke meinen zweiten Kanal, ID Night, aus. Hier kommt ihr zum letzten Video. Leute, wir stehen kurz vor 10.000. Abos. Danke für euren Support. Wollt ihr Teil 3 von Thanos? Dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. ID Zock ist raus. Haut rein, Leute. Ciao.